Let's share a very British story. Long ago. Alles ist bereit für eine Geschichte aus England, als man noch mit Pferdekutschen reiste. In der rauchenden Hauptstadt London lebte ein unscheinbares Mädchen. Sein Vorname war Beatrice, das heißt die Reisende und die Glücksbringerin. Der Nachname war Potter, Töpfer. Sie wurde Miss Potter, Fräulein Töpfer genannt. Beatrice wünschte sich Freundinnen. Sie kannte keine anderen Kinder. Zum Glück für uns alle blieb Beatrice nicht ganz allein. Das Schulzimmer war etwas Besonderes. Sie teilte es mit 70 Tieren. Es gab mümmelnde Hasen, bellende Hunde, quakende Frösche, quietschende Molche, raschelnde Eidechsen, zischende Schlangen, schnatternde Enten, Mäuse und lautlos flatternde Fledermäuse. Miss Maus aus der Familie der pfeifenden Haselmäuse wurde ihre beste Freundin. Sie erkannte, dass Beatrice eine sehr gute Beobachterin war und machte ihr Mut. Während Miss Maus pfiff, zeichnete Beatrice sie mit Feder und schwarzer Tusche. Und später gab sie ihren Zeichnungen zarte Wasserfarben. Once upon a time, there was a beautiful doll's house.